Na, hallo und herzlich willkommen zu einer Runde Brawl Stars. Ja, Brawl Stars ist ein neues Spiel von Supercell. Supercell hat ja solche Sachen gemacht wie Clash of Clans, Clash Royale, Heyday, Boom Beach. Gibt's da noch was? Jetzt hier Brawl Stars. Fällt mir jetzt nichts mehr ein. Also wenn euch noch was einfällt, schreibt es gerne mal in die Kommentare. Ja. Brawl Stars. Brawl Stars ist so eine Art League of Legends. 3 und 3 MOBA mit verschiedenen Charakteren. Ziel ist es jetzt, wie zum Beispiel hier unten bei der Juwelenjagd, aus der Mitte die ganzen Diamanten, die da kommen, die da droppen, einzusammeln und einfach über eine gewisse Zeitraum zu behalten, beziehungsweise Zähne zu sammeln, dann geht dieser Counter los und dann laufen halt 50 Runden runter. Und wenn du in der Zeit halt nicht getötet wirst und deine Diamanten verlierst, gewinnst du. Recht simpel. Macht auch Spaß. So, also wir fangen mal an mit Shelly. Shelly ist eine Kämpferin. Hat halt auch verschiedene Skins. Dann haben wir Nita. Nita ist auch eine Kämpferin. Hat hier so einen coolen Bären als Ulti. Die spiele ich übelst gerne. Cold. Der Mann mit der Pistole. Ist ein Scharfschütze. Coco ist der Heiler. Ja, dann haben wir zu die ich noch nicht besitze. Ist Bull ist der Tank. Dann haben wir Jesse, ist auch so eine Kämpferin, die stellt dann hier so ein Vieh in die Mitte. So eine Kanone. Broke mit seinem Raketenwerfer. Dann haben wir Dynamike. Achso, Dynamike war ein Werfer. Dann haben wir Bo als Kämpfer. El Primo ist der Wrestler, also ist Ice Tank und ist auf jeden Fall Nahkämpfer, der macht echt voll Spaß, der Kunde. Barley ist ein Werfer. Ricochet ist halt Scharfschütze. Dolly ist ein Tank. Penny ist auch eine Scharfschütze, stellt so eine Kanone in die Mitte. Also als Ulti ist das dann sozusagen Piper, keine Ahnung, habe ich nicht gesehen. Pam ist eine Heilerin. Dann Frank, der Tank, ist halb Tank. Das Schwergewicht, dann haben wir hier Mortis, Rassassassine. Keine Ahnung, was der macht. Tara ist ein Allrounder. Dann Spike, der Scharfschützenkaktus. Dann haben wir noch Crow, der toxische Assassine. Und Leon, der verstohlene Assassine. Ja, das waren sie insgesamt 22 Stück. Ich denke mal, da ist für jeden was dabei. Und dann gehen wir mal hier ins Menü. Hier haben wir nämlich den Shop. Da können wir hier so Boxen kaufen und so Level-Ups kaufen. Natürlich auch für echt Geld anderes Zeug kaufen. Community. Da haben wir die Clubs. 100 Mann-Clans sind das. Also das ist schon dann eine ganz schön fette Familie. Eine Rangliste. Beziehungsweise der Kampflog. Das ist die Kampfliste. Hier oben ist es der Kampflog. Und die News. So, wir sind aktuell gerade Rang 6 mit dem. Oder mit der. Wenn man gewinnt, kriegt man hier immer solche lustigen Punkte, so wie dieses rosa Feld oder diese Level-Ups. Ist das Ding voll, kann man es upgraden mit diesem Gold, mit diesem Totenkopf. Gold, was auch immer, Dollar. Ja, umso besser man werden, umso besser wird's. Logisch. Oben sehen wir noch den Meilenstein als Rang. Die ganzen Sachen werden addiert und dann hast du sozusagen insgesamt deine Trophäen. Also du musst jetzt hier nicht, nur weil du jetzt mit ihm Scheiße spielst, verlierst du gleich deine ganzen Trophäen, das passiert nicht. Muss ich sagen, ist ganz cool. Ab Level 9 kriegt man dann diese Superpower ab. Da wird unser Bär nämlich, denke ich mal, noch stärker. Ja. Niederkräftige Feinde mit einer donnernden Schockwelle mit der Super Skills beschwörst du einen Bären, der sie im Kampf unterstützt. Schüsse, da haben wir's. Hier auf I. Cold mit seinem 2-Rohr kann Cold präzise Salven verschießen. Kein Superskill. Sein Superskill. Boah, kein Superskill. Sein Superskill hat eine hohe Reichweite und mehr Deckung nieder. Ja. Ich denke mal, da kann sich jeder selber einlesen, was er so spielen möchte. Ich muss sagen, mit Nita komme ich sehr gut klar und ich zeige euch jetzt einfach mal eine Runde Juwelenjagd. Achso, ich nehme das natürlich auf über BlueStack und nicht mit meinem Telefon. Falls es bei jemand nicht laufen sollte per BlueStack, einfach mir mal eine Nachricht hinterlassen.
und ich habe da ein paar Lösungen, wie es da so funktioniert. So, ich habe jetzt, wir kriegen gerade völlig ins Gesicht, habe jetzt zwei Dias. Das heißt, ihr seht oben links, wir haben insgesamt drei, da spielt jemand Bow. Wir haben insgesamt jetzt schon vier, da ist er gerade umgefallen, der Kunde. Und wir müssen eigentlich Schaden machen, dass wir dann irgendwann mal unsere Super Skills aktivieren können. Achso, wenn wir uns ein bisschen verstecken und ein bisschen zurückhalten, dann heilen wir uns das selber wieder. So, und der Super Skill ist hier. Jetzt kommt der Bär. Und boah, der kümmert sich. Ich glaube, das sind Bots, gegen die wir gerade spielen. Weil so schlecht spielt, glaube ich, kein richtig hin. Wenn wir hier uns in den Gras verstecken, sind wir weg. Dann sind wir unsichtbar für unsere Gegner. Solange die noch in den Gras drin stehen. So, ja. Wie ihr seht, dann gibt es immer so den Plus. Das ist, wenn sich jemand gerade heilt. So, haben wir es gleich, wa? Noch ein Dia, jetzt kommt der Dia. Und jetzt seht ihr links oben, dass der Balken voll ist und der Timer da runter tickt. Unser Kumpel ist gleich tot und verliert gleich seine zwei Diamanten. Sollte man meistens nicht machen, weil man viele besitzt. Sollte man eher ein bisschen Death spielen, anstatt. Ja, das war's. Also gut, das waren jetzt bloß Bots. Also denke ich mal, oder? Na gut, nee, so heißt kein Bot. Ja. Okay, also die waren einfach nur schlecht. So, hier, unser Rang steigt. Unsere Erfahrungsstufe steigt. Und wir kriegen Punkte. Wir können noch mal spielen. Der Ende hat schon keinen Bock mehr. Das sieht man hier im Kreuz. So, müssen wir immer spielen, umso höher kommt, und da können wir natürlich auch gleich mal hier diese Box aufmachen. 100 Punkte brauchen wir dafür. 15 Münzen gab es dafür, dann gibt es Powerpunkte für Cold und Nita gibt es auch nochmal Powerpunkte. Ja, dann habt ihr hier links, das ist so eine Star-Marken große Box-Truhe da. Da gibt es so ungefähr, denke ich mal, so aller jeden Tag gibt es vielleicht mal eine Star-Mark. Also das ist schon eher unwahrscheinlich, dass man da kriegt. Und hier haben wir diesen Trophäenpfad. Haben wir jetzt gerade eine Trophäe freigeschalten, weil wir bei 100 sind. Nehmen wir es ja gleich mal mit. Kann ich jetzt aber noch nicht machen, ne? Nee, schade. Shop. Ah, ist mir alles zu teuer. Ja, also ich muss sagen, das Spiel ist ganz okay. Es ist eine Weltklasse, aber es ist okay. Es macht Spaß. Jetzt hier für unterwegs, muss ich sagen, setzt sich's nicht so durch, weil man halt einfach mal mit beiden Händen spielen muss. Und viele Leute, die halt unterwegs spielen, haben halt bloß eine Hand frei zum Datteln. Ich auch zum Beispiel, wenn ich jetzt Pause habe oder rauchen gehe. Spiele ich auch lieber Spiele, die ich mit einer Hand zocken kann, anstatt, weil sonst, ich habe bloß eine Hand frei beim Rauchen. Deswegen. Aber ich denke mal, für lange Fahrten und so weiter recht cool, wenn man das selber fahren muss. Ja, in der Fahrt sollte man natürlich nicht spielen. Ja, ansonsten nichts Spektakuläres. Also die Power hätten sie eher auch in Clash Royale bzw. Clash of Clans stecken können. Aber von irgendwas müssen sie auch leben. Und damit erstmal Dankeschön fürs Zuschauen. Und hat euch das Video gefallen, dann lasst doch bitte einen Kommentar, einen Daumen nach oben oder ein Abo da. Abo da. Also dann, ein schönes Wochenende und bis später.